Was? Nein! Ach, fick dich doch hier. Das verfickte Parlament auch anzünden, Junge. Wer stirbt denn da? Armeereformer. Ja, komm, machen wir mal. Danke. Ich mag mal 10% auf die Rekrutenreserve drauf. Haben wir sonst nichts zu tun. Fast eine halbe Million Mann als Rekrutenreserve jetzt. Ich kann nichts damit anfangen, weil alles in einem gigantischen Chaos enden würde. Ich glaube, die Staatsehe endet erst, wenn... Ach, Böhmen. Existiert kaum noch, möchte aber noch mitreden hier. Ich habe gut 50% mehr als die anderen bald. Naja, nicht ganz noch. Naja, 2-3 hätten die überhöht. Kriegt mir halt nichts, weil meine Verbündeten entweder nicht mit wollen oder der Feind so viel noch reingerufen bekommt, dass einfach nicht mehr feierlich ist. In den Religionskrieg, ja, es gab noch nicht mal einen. Nicht verlieren jetzt, Junge. Ja, sieht gut aus. Oh wow, was ist das? Warum? Ich glaube, ich habe nicht genug Geld, um das alles noch habe ich dort. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Brauchen wir noch ein paar Apotheken, komm. Noch ein paar Werkstätten, die bringen noch mal richtig extra Kohle. Klar, warum nicht? So, noch was bauen, ja klar, hier Tempel, ein bisschen Wirtschaft, Handel meine ich, geil, uff, hat sie noch 3 Jahre um historisch zu starten, Was bekomme ich denn überhaupt, Kostentechnologien erhöht sich und ich habe wieder das Dings vergessen zu aktivieren. Ich bin so klug. Moral, das ist halt alles nicht so toll. Das ist noch 99%, was? Achso, weil ich Dinge sie auch gar nicht gefördert habe. Oh, die Grüne Sache ist voll. Nächstes Jahr muss ich aber wirklich mal irgendwas machen. Wieder so nicht weiter. Das ist ja kein Zustand, nicht.
Aber hier habt ihr immer 60.000 und so viele Gebäude ausgegeben. Ich würde mir die Hoffnung, dass das gleich losgeht, wenn das so viel unterwegs ist, aber. Die simulieren ja nur. Bolzak ist. Gut, dass ich da kein Bündnis mit denen gemacht habe. Was machen. Oh, ich habe nicht das Gefühl, dass die Gegner irgendwie aufholen. Die sind eher schwächer geworden. Können jetzt auch keine Großmacht mehr, stelle ich fest. Sehr gut. Aber ich kann noch mehr Gebäude bauen. Ja, komm, push mit dem Handel noch hoch. Abbrechen. Und noch einen Monat warten, damit die Moral sich schon mal erhöht. Apropos. Den Goslar. Ja, da oben. So, Schweiz, bist du immer noch? Ja, du bist immer noch. Wie keiner Bock hat, mir zu helfen. Ah, Böhm kann hier gar nicht angreifen, weil. Nicht gut. Da kann ich auch nicht angreifen. Kann er wirklich für nichts angreifen? Das ist auch so. Leben ist gut. Oh, Kacke. Können wir die Schweiz angreifen? Und auch Polen mit. Natürlich kommt da Polen mit. Was hat denn die Schweiz so für die Wahl? Trend. Könnte Trend angreifen. Da hilft mir wieder keiner. Wie würde das den Kroatien destabilisieren? Vertrauen oder was? Was haben wir dann noch so? Magdeburg? Geil, ich kann nicht angreifen. Hm.
Kastilien, ja klar. Ah, da würde die Schweiz auch nicht mitkommen. Wieso habe ich gegen Kastilien keinen Kriegsgrund? Das sind Ketzer, das reicht doch. Gut, was ist denn protestantisch? Da habe ich keine Ansprüche drauf. Schwaben ist immer noch. Ja. Ja, Linie könnte ich angreifen, toll. Wie viel aggressive Expansion habe ich denn hier? Ja, nicht so viel. Gut. Ich wollte eh die Heimatregion mal irgendwann vereinigen, ne? Hab ich da oben nicht noch eine Armee stehen gehabt? Ach nee, da stehen. Doch wirklich. Oder hinten ist auch noch so ein. Überall noch so ein Fitzelchen. Mal wobei, oh, was ist mal das da? Können Sie wenigstens da schon mal keine. Gut, wieso stehen jetzt da keine Truppen? Weil ich die da hingestellt habe, Idiot. Die habe ich nirgendwo hingestellt. Perfekt mitgedacht. Na, egal. So also einen kleinen Scheiß brauche ich. Ja, zweimal. Leck mich doch. Komm ich gerade nicht hin. Oh, die führen ja Krieg gegeneinander. Kann nur Gewinner geben. Bisschen diese Zahlen bringen. Eichstätt gewonnen, sehr gut. Aber wir sind doch kein Dormann mit denen. Nee. Hier könnte ich, die bieten mir 7,13. Die bieten mir aber 13,27. Aber ist mal doch, was man nimmt. Alles erobern. Ich kann ja eh nicht alles vassalisieren. Vassalisieren vor allem. So, 78 Reichsfürsten, Krieg geht immer noch nicht los. Ich komm mal runter, Jungs. Ne? Diskutieren wir das mal aus, ob ihr da irgendwas besetzt.
Diskussion beendet. So. Aber wenn die jetzt schon. Danke. Hat mein Vasall endlich Zugang gemacht. Könnte auch selbst machen, aber es kostet mehr Punkte. KI ist da eher so im Cheat-Modus. Warum habe ich die eigentlich da stehen und oben nicht mal weiter? Ich weiß es nicht. Wird gleich gehandelt, jetzt zuerst mal setzt euch voran können. Ja, ich kann noch mehr Gebäude bauen, ja. Ja, kein Problem mehr. So viel mehr Plus mache ich. Okay, die Gebäude werden immer noch gebaut. Kreiserfolge herauszufordern, sammeln sie das Preisgehalt zum Reichstag, um die können wissen, als einzige Konzession im Heiligen Römischen Reich zu. Was? Ja. Bitte was? Ist. Ja geil. Was? Es gab nicht mal einen Krieg. Spiel. Ach. Es gab ja nicht mal einen Krieg. Ach bitte. Ja? Ich kann da oben was besetzen. Ich hab das nicht besetzt. Na, wie gefiel euch der Religionskrieg so? Ziemlich viel los, ne? Ah, ich hätte mich der katholischen Liga anschließen müssen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich der angeschlossen. Ne? Das wäre schön geworden. Ich kann Staaten gründen. Jetzt nicht gerade. Ist gerade nicht der Zeitpunkt, Staaten zu gründen. Aber jetzt kann ich, glaube ich, den wieder in den Krieg erklären, ohne dass da 2 Millionen hier. Na, wenigstens etwas. Nicht wahr. Gut, Anspruch. Also, sieht's denn aus? Rinek können wir uns leisten. Drüben eher schwierig, wie sieht es denn da oben aus? Oh, schwierig. Gut, Thurgau schon mal nicht. Dann gibst du mir einfach mal all deinen Handel. So. Drillen. Auch drillen. Und aufhören, meine Rekrutensache zu verbrennen. Bist du mal dahin? Und
so gar nicht. Sieht denn da aus, wenn ich nur eins nehme? Auch eher schwierig. Zwei drin, nee, es ist noch. Die sind auch noch drin. Okay, da kriege ich eh nicht mehr als ein Ding, weil das zweite schon wieder nicht in. Aber eins davon verschwindet jetzt eh gleich, sind wir bei 5. Dann vereinigen wir halt die Heimatregion so ein bisschen. Ja.